nach wie vor trotzdem zu. Jetzt sind wir da drin. Ah, schön, fein. Und Sie sind? Der Ventilator. Ah, grüße Sie. Nun. Ist sehr interessant. Ja, die ganze Zeit begegnet uns immer wieder unser Schatten irgendwie an der Wand oder so und wir erschrecken uns ein bisschen. Hier läufst du ins Licht rein und hast keinen Schatten. Als würde es so gewollt sein. Also, Ventilator. Vermutlich kann ich diesen ausschalten. Dann flackert da nichts mehr. Kann ich ihn auch wieder anschalten? Oh, das klingt nicht gut. Ja. Okay, also. Ich denke mal, wir machen den Ventilator erst aus. Ist das richtig? Hab ein bisschen Angst, wenn ich den Eimer wegnehme, dann kommt da was raus. Wir werden sehen. Okay, nicht wirklich. Es passiert nicht wirklich was. Tolle Wurst. Ja, nun. Mach ich den Ventilator vielleicht wieder an? Ist die Tür vielleicht wieder auf? Nee, ist sie nicht. Aber ich kann wieder hindurchschauen durch das Schlüsselloch. Ja, also wirklich eindringlich wird mir das jetzt hier auch nicht, was ich... Also es leuchtet mir nicht ein, was ich da getan habe. Oder noch zu tun habe. Ja, jetzt gucken wir erstmal wieder raus. Vielleicht hat es ja einen Sinn ergeben. Jetzt haben wir da draußen so ein Bildchen. Okay. Nee, jetzt sind wir wieder hier drin. Nach wie vor zu. Merkwürdig. Also sowas von. Ist gerade doof, ne? Irgendwie. Vielleicht schaue ich einfach nochmal durch Schlüssel. Oder was haben wir denn hier? Das Waschbecken war vorher noch nicht da. Vielleicht macht es jetzt mal Sinn, die zuzudrehen. Hat das was mit dem Waschbecken zu tun, wo ich vorher das Wasser aufgedreht habe? Zu. Tolle Wurst. Noch eine Tür. Toll. So ergibt das Leben jetzt einen Sinn, wa? Es sind alle Türen zu. Was zur Hölle? Also Blubber Team, ich weiß nicht, was in euren Köpfen vorgeht, aber... Geht mal zum Arzt. Gut, diese Wellen da sind jetzt weg. Sämtliche Türen zu, deswegen bleibt mir nichts anderes übrig, als den Ventilator wieder anzumachen. Hilfe! Verstehe ich nicht. Ernsthaft, verstehe ich nicht. Was geht denn hier vor sich? Ja, dieses Rätsel hat es ein bisschen in sich. Ich weiß nicht, was ich mit der Info soll. Ich muss... Weiß nicht. Vielleicht muss ich auch nur den Wind ausmachen. Hä? Also wirklich ohne Sinn alles hier. Also es ergibt für mich alles keinen Sinn.
bin sie ja nicht der Hellste, ne? Also. Die Wellen sind erst nach dem Schlüsselloch dazugekommen, das ist richtig. Und die Wellen vor allem, die gehen aber weg. Wenn ich. Moment. Wenn ich das mal richtig machen würde hier. Wenn ich da das Wasser abdrehe, dann gehen die Wellen weg. Allerdings gehen sie schon weg, wenn ich nur einen Wasserhahn zudrehe. Okay. So, jetzt sind wieder beide Wasser hinauf, jetzt sind da wieder Wellen. Okay, das wächst jetzt wieder ein Stück. Ich glaube, jetzt können wir wieder irgendwo ein Schlüsselloch nutzen. Vielleicht. Andererseits vielleicht aber auch nicht. Also irgendwie ist... Ah, Schlüsselloch, hallo. Jetzt kommt da irgendwas von rechts. Ne? Als wäre so ein Monster oder sowas, scheinbar. Ne, ist der Mond. Oder soll wahrscheinlich so ein Mond sein. Das heißt, jetzt wird es Nacht. Licht ist an. Ist das Radio plötzlich? War das vorher da? Sonne scheint. Sonne scheint. Okay. Sonne, Regen, Wellen. Wind. Jetzt kommt dazu noch hier. Dieses. Die ganzen. Rumfliegenden Dinger da? Die fliegen in die Richtung? Nee. Ich. Musik? Pflanzen mögen ja auch Musik, ne? Es geht ja offensichtlich um eine Art Pflanze da. Aber das gefällt der Pflanze nicht, da an der Wand. Es gefällt ihr nicht, was da abgeht, ne? Relativ offensichtlich. Also Wind mag sie wohl nicht, glaube ich. Der Mond ist jetzt da. Ach, diese Wasserhähne. Okay, also jetzt ist hier eins, der linke ist jetzt für die Wellen zuständig und der rechte ist für den Regen zuständig. Genau. Die Pflanze zum Wachsen bekommen. Ein geeignetes Umfeld erstellen. Das sehe ich in der Tat auch so. Sehe ich auch so. Musik wieder aus. Scheint die Sonne. Hier sind entweder Köpfe aufgespießt. Ich gehe davon aus, dass klar Köpfe aufgespießt sind. Was das andere ist, weiß ich nicht. Ku Klux Klan-Mitglieder. Möglicherweise. Zu viel Sonne ist, glaube ich, auch nichts. Aber natürlich brauchen Pflanzen Sonne, um zu wachsen. Ist ja klar. Ein bisschen Regen. Das sieht gar nicht so übel aus, finde ich, ne? Ich glaube, ich habe das richtig gemacht. Auch wenn es befremdlich wirkt. So. War das denn nun richtig? Ich weiß, ich habe keine Ahnung. Also wir haben eine Pflanze zum Wachsen gebracht, ne? Wir haben für ein geeignetes Umfeld gesorgt. Das war absolut richtig, Senpai. Danke dafür, dass du dich da aktiv mit ins Rätsel eingebracht hast. Was wir jetzt da haben, ist ja nur noch dieser Steinhaufen mit dem
Eimer drauf oder den Blumentopf oder was auch immer. Jetzt ist hier das Licht aus. Jetzt können wir mal gucken, ob es hier irgendwo rausgeht. Da nicht. Vermutlich da, ne? Ja. Immer noch Akt 3. Blutige Wurzeln. Jetzt gucken wir aber erstmal, ob wir hier nicht vielleicht den dritten Akt noch beenden können in diesen paar Minuten. So, jetzt sind wir also hier wieder draußen. Ich gehe immer wieder mal hier rein, um zu gucken, ob irgendwas Neues ist. Es ist natürlich nichts da. Es ist natürlich wie immer nichts da. So. Musik spielt nach wie vor da vorne. Hier ist nichts mehr, was sich zu nehmen lohnt. Ich würde auch sicherheitshalber nochmal die Treppe hochflitzen. Nur. Oh. Das ist natürlich kacke gelaufen jetzt. Jetzt haben wir hoffentlich. Wer stirbt, ist aller Schulden quitt. Ein neuer Spruch, den habe ich noch nicht gelesen. Gut. Also. Dieses Pflanzenrätsel war jetzt gelöst. Das war ja schon mal ganz gut. Jetzt will uns das Spiel entweder sagen, geh da nicht hoch. Oder? Geh vorsichtiger da hoch. Deswegen ducke ich mich jetzt mal. Geht was, ne? Es geht. Bis jetzt. Hier liegt allerdings nichts zu lesen rum. Okay. Hier oben ist dann soweit eigentlich auch alles erledigt, ne? Mit dem Käfig, da kann man nichts anfangen. Den habe ich mir schon ein paar Mal angeguckt. Das heißt, auch hier im Notizenbereich nichts zu finden. Das heißt, wir gehen nach unten und gehen in die Spiraltür hinein. So. Ich werde etwas langsam tun. Hier ist wieder eine Notiz, die hoffentlich in. Warum sind nicht alle Texte in diesem Spiel in dieser Größe? Dann nehmen Sie halt den ganzen Bildschirm ein von mir aus. Das ist mir egal, aber ich brauche nicht aufstehen, um sie zu lesen. Lucia, erste Offizierin. Sie lässt nicht zu, dass jemand die Crew missachtet. Oder den Kapitän, weil sie sehr stolz ist. So stolz. Was will das Ding von mir? Lucia, erste Offizierin. Sie lässt nicht zu, dass jemand die Crew missachtet. Ist ja gut. Oder den Captain, weil er sehr stolz ist. So stolz. Weiß nicht, was sie mir damit sagen wollen. Ganz ehrlich. Vielleicht aber. Ja. Es braucht nur einen kleinen Funken. Okay. Vielleicht steht hier jetzt was anderes? Nö. Ja, scheint, als müsste man sich jetzt vielleicht für die erste Offizierin entscheiden oder für den Captain. Was bedeuten kann, wir können vielleicht wieder unter Umständen jemanden töten müssen oder auf jemanden schießen müssen. Schauen wir mal. Ja. Also ich muss schon, warte, relativ offensichtlich da lang, glaube ich, ne? Da bin ich rausgekommen. Ich gehe nochmal zurück, nur um sicher zu gehen, dass ich aus der richtigen Tür komme. Tür ist zu. Ja, ich bin hierher. Genau, von hier bin ich gekommen. Das bedeutet, gehen wir hier lang. Father, no, please. Was, bitte nicht? Stay out of it, Lily. Da könnte ich rein. Why can't you just leave us alone? Oh, ein bisschen müde wäre ich jetzt auch schon.
Aber es ist ja gleich Feierabend. So. Also, der Papa ist offensichtlich nicht so ein Dollar. You filled the boy's head with nonsense. As if he wasn't useless enough. Als ob er nicht schon nutzlos genug wäre. Ja, wir haben ja vorher in der Einsequenz im Schlafzimmer da mit dem Bett, mit diesem Bettenrätsel, haben wir ihn ja auch selber sagen hören, er sei nutzlos oder fühlt sich nutzlos und so mehr oder weniger in die Richtung wäre es nicht viel besser, wenn ich gar nicht da wäre. Wenn ich mich richtig erinnere. Kann man hier ein bisschen so in den Wald rein? Man kann tatsächlich... Ah, okay. Das sah jetzt... Also dieses gut beleuchtete Blatt hier sah mir so aus, als wäre da wie so eine Art Zelt oder so. Das sah für mich so ein bisschen danach aus. Deswegen habe ich gedacht, gehe ich da mal hin. Ist aber nichts dergleichen. Das sind nur diese Beleuchtungen, die da rumliegen, die das so wirken lassen. Ich bin aber der Meinung, das hier ist vielleicht der richtige Weg. Das ist eine Tür. Es speichert hier. Hervorragend. Da ist was. Und ich höre was. Habe ich mein Headset laut? Also ich höre auf jeden Fall Stimmen, bin ich der Meinung. Sollten irgendwelche Tondefizite bestehen, freue ich mich auch, wenn ich darauf hingewiesen werde. Ich zu laut, Spiel zu laut. Im Moment flüstert das Spiel ja. Wie ging denn das hier nochmal? Ah ja. You're the one who's useless. You cruel, one-eyed freak. What did you call me? Get away from him. You monster. Was zur verfickten Hölle? Nein. Ich dachte, es fängt heute mal chillig an hier und alles gut. Ach, du liebes Bisschen. Das erinnert mich ja jetzt ein kleines bisschen an, wie hieß das, was du auch gespielt hast? Wo man einen riesen Vieh einen anguckt und Licht und was weiß ich. Dieses Asiatische da. Home Sweet Home war es, ja genau. Ja, nun, was ist jetzt? Was mache ich jetzt? Dings oder Bums? Ich nehme an, das geht nicht. Ist klar. Okay. Das ist nur geschrieben eigentlich. Game, okay, alles klar, super. Ja, jetzt muss ich mir überlegen. Irgendwie konnte ich mich in diesem Spiel ducken. Ich muss wahrscheinlich verhindern, dass der Riesenschädel mich sieht. Ja. Hast du das eigentlich irgendwann mal fertig gespielt, Home Sweet Home? Es gibt es ja inzwischen auch, was heißt inzwischen, es gibt es schon lange auch in VR. Ich habe es mir ja überlegt, aber ich habe die Demo mal gespielt und ich fand es da tatsächlich doch so schlimm, dass ich es nicht weitergespielt habe. Und das muss was heißen, wenn ich mein Horrorspiel schlimm finde. Also ich habe mir keinen Bock jetzt hier ewig in dem, nein, was habe ich denn gefragt? Hast nicht fertig gespielt, ja. Scheiße, wenn man so viel redet, dass man irgendwann selber nicht mehr weiß, was man gesagt hat. So, wir haben hier also ein Labyrinth. Da ist eine Kreatur. Ja. Geh nicht in seinen Strahl. Wow. Das könnte man... Also ist das Spoiler? Oder... Versteck dich in Nischen. Also im Schatten nehme ich mal an. Im Schatten verstecken. Jetzt muss ich hier nur versuchen, irgendwie den besten Weg zu finden. Wahrscheinlich ist... Der Weg hier nicht der optimale. Vielleicht ist es aber auch der optimale. Wo ist denn diese? Okay. Also an der Wand entlang, oder? Mit dem Rücken zur Wand. Gehen mal hier lang. So, dann gehen wir da in den Schatten rein. So. Das funktioniert auch super. Da drüben glitzert was so merkwürdig. Ich fühle mich genötigt, dahin zu gehen. Allerdings ist dann der Strahl da, ne? Stelle ich fest. Du wirst sterben. Kannst einen aber auch Mut. Also du meinst, ich werde sterben, wenn ich da hingehe? Sollen wir es mal ausprobieren, komm. Hau rein. Nö, passiert nichts. Ich fühle mich irgendwie gut. Das ist dem auch wurscht, oder? Dass ich hier bin. Hallo? Oh! That's not funny.
Alles klar. Wer sagte da nochmal, ich werde sterben?